Jago will sich also gebessert haben. Hm? Hast du das, Jago? Hast du das? Nö. Naja, gut, okay, ich hab's eh nicht geglaubt. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Im letzten Part, wie man unschwer erkennen kann, sind wir hier in Agrabah angekommen und irgendwie fliegt hier Staub durch die Gegend. Was ist das? Was sind das für das sind ja Fliegen. Voll so Scheißhaus-Wespen, ey. Scheißhaus-Brummer. Die mögen die leisen Schleicher von Jago hier. Nee, wir sind hier in Agrabah angekommen, haben noch nicht so viel erlebt, außer dass wir von Herzlosen wieder überfallen wurden, wie so typisch. Und jetzt wollen wir erstmal den Part eröffnen mit Jiminis Tagebuch. Ist das nicht toll? So, gehen wir doch allgemein auf Jiminy. Charaktere, was haben wir denn hier? Wir haben Agrabah, wir haben Sora. Bla bla bla, bla bla bla. Sie suchen nach seinem verschollenen Freund Rico, geht nach wie vor weiter. Vor einem Jahr half er Aladdin dabei, Agrabah vor der Übernahme durch Jafar zu bewahren, indem sie ihn in die Wunderlampe einsperrten. In deren Wunderlampe einsperrten. Na dann. Bla bla bla. Das letzte Mal, als er Agrabah besuchte, kämpften er und die anderen Seite an Seite mit Aladdin, um die Stadt vor Jafar zu retten. Und das ist dasselbe. Hey, und Jago. Wer interessiert sich schon für Jago? Jafars prahlerischer und durchtriebener Papagei. Er ist Jafars Spion, der alles sieht und hört, was sich in Agrabah zuträgt. Jagos Bosheit sorgte letztlich dafür, dass er sich zusammen mit Jafar in der Lampe wiederfand. Jetzt ist er endlich wieder frei und schwört, sich gebessert zu haben. Kann man ihn denn trauen? Seht ihn euch an, man kann so einem Gesicht nicht trauen. So, da gibt's noch mehr Charaktere im Port Royal, natürlich. Sora, bla bla bla. Als er in Port Royal ankam, konnte er seine Verwunderung über die Andersartigkeit dieses Ortes kaum verbergen. Die Andersartigkeit, ja, es war halt dunkler und realistischer. So ist die Welt, kleiner Junge. Als er in Port Royal ankam, konnte er seine Verwunderung... Okay, dasselbe. Dasselbe. Captain Jack Sparrow. Ein Pirat, der die Meere besegelt. Er besitzt eine schillernde Persönlichkeit und schätzt seine Freiheit über alles. Er behauptet, der Kapitän zu sein, hat aber keine Mannschaft. Habe ich das nicht schon gelesen? Jack wurde in Port Royal verhaftet und ins Gefängnis geworfen, aber Will Turner verhalf ihm bei einem Piratenangriff zur Flucht. Jack erweckte den Eindruck, als wüsste er etwas über Wills Namen. Nee, habe ich nicht, aber irgendwie kommt mir der Text so bekannt vor. Will Turner, ein sehr talentierter Schwertschmied. Als Junge wurde der schiffbrüchige Will gerettet, nachdem Piraten sein Schiff in Brand gesetzt hatten und er über Bord ging. Zeitgleich mit seiner Rettung war das Piratenmedaillon, das ihm sein Vater geschenkt hatte, verschwunden. Die junge Elizabeth Swan war an Bord des Schiffs, das Will gerettet hatte, und seitdem sind die beiden Freunde. Da bei Elizabeths Vater der Gouverneur von Port Royal ist, benimmt sich Will in ihrer Nähe etwas schüchtern und förmlich. Dann haben wir Elizabeth selbst, Tochter des Gouverneurs von Port Royal. Um Will zu schützen, versteckte sie sein Piratenmedaillon vor ihrem Vater und seinen Mannen. Von romantischen Vorstellungen vom Piratenleben verführt, wagt sie hin und wieder einen kleinen Blick auf das Medaillon. Will verhält sich aufgrund der Stellung von Elizabeths Vater in ihrer Gegenwart schüchtern und förmlich. Ihr wäre es anders lieber, sie will den Wilden. Haha, Captain Barbossa, guck dir sein Bild an, ey, das ist doch mal ein Passfoto. So, hey, ich bin besser als du. Der Captain der Black Pearl und Anführer der verfluchten Piraten. Huch, das war ich jetzt aber nicht. Der Fluch des Medaillons hält Captain Barbossa und seine Mannen in einen Schwebezustand zwischen tot und lebendig. Ihre wahre Gestalt zeigt sich nur im Mondlicht und der Anblick ist furchterregend. Captain Barbossa hat sich mit Carlo zusammengetan, um etwas Bestimmtes zu suchen. Verwunschener Pirat A. So muss das in der Bewerbung stehen. Ja, ihr Name ist Verwunschener Pirat A. Haben Sie auch einen richtigen? Ja, meine Freundin nämlich nur A. Ein Pirat, der vom Aztekenschatz verflucht wurde. Im Mondlicht ist sein Anblick furchterregend. Und hier haben wir den B. Seine Freundin nennen ihn auch AB. Ein Pirat, der vom Aztekenschatz verflucht wurde. Im Mondlicht wird er zum Skelett. Der Zauberangriff ausgesprochen Schaden. Dem Zauberangriff, voll der Fettbart. Dem Zauberangriff Schaden. Und das ist MC Pirate. MC Pirate ist das, der Sea Pirate. Ein Pirat von Mababa. Er und Captain Barbossa suchen etwas, das sie im Flug beenden kann. Er hätte das gedacht. Und Carlo selbst. Carlo ist König Mickey. Was? Carlo ist König Mickey. Jetzt haben wir's. Jetzt ist es offensichtlich. Carlo ist König Mickey. Ich wusste es die ganze Zeit. Seit der auf sein Dampfschiff arbeitete, ein Dorn im Auge. Jetzt hat sich Carlo mit Captain Barbossa und seinen rauen Männern zusammengetan. Er führt Böses im Schilde. So viel steht fest. Das kann man doch nicht von immer sagen. Schuh, dann haben wir Charaktere. Alle Herzlose. Der Luftpirat. Er ist flink und dadurch nur schwer zu treffen. Naja, er ist fett. Er hat voll das Tattoo, Mann. Ach nee, das ist so eine Schulterpolsterung. Warte also ab, bis er stillsteht, bevor du zum Angriff ansetzt.
Warum sagen sie sowas immer? Die tun immer so, als müsste ich voll Strategie bei normalen Gegnern anwenden. Einfach draufkloppen. Setze Magie ein, um ihn bewegungsunfähig zu machen. Entgehe seinen Konterattack mit den Situationskommandos. Verdammt, ich habe noch gar nichts eingesetzt. Nicht mal meine Freundin. Warum, Pam? Warum setzt du kein Situationskommando ein? Why you know? Böllerbolzen. Er schießt seine Geschosse aus großer Entfernung ab. Es empfiehlt sich also, den Böllerbolzen sofort Einhalt zu gebieten. Vermeide es, beim Angriff dich in potenziellen Beschusszonen aufzuhalten. Das ist sein Gesicht. Er versucht zu fliehen, wenn du dich ihm näherst. Lass dich nicht abhängen. Ach, warum? Ich finde ihn ganz nett. Der Mondräuber. Die tanzende Schwuchtel im Mondlicht. Er zieht sich während eines Kampfes nach hinten zurück. Siehst du, von hinten, das ist sein Spezialgebiet. Geh also entschlossen auf ihn zu, um die Entfernung zwischen dir und ihm zu verringern. Nachdem du einen seiner Angriffe abgewehrt hast, schlage zu, solange er seine Deckung vernachlässigt. Ja, wenn du das sagst, der Tornado-Tänzer. Der sieht voll komisch aus. Eigentlich ist er ja so grün. So in so einem Grellgelb sieht er voll komisch aus. Er greift aus der Bewegung heraus an, gebiete ihm per Situationskommandos Einhalt, sobald er sich zu drehen beginnt. Benutze das Situationskommando Tornadero, um ihn dir zu schnappen und die Gegner um dich herum anzugreifen. Das hat sie immerhin eingesetzt. Der Illuminator. Voll der Züngler, ey. Ein Herzloser, der im Port Royal von Carlo heraufbeschworen wurde. Seine Augen leuchteten im Dunkeln und an seinem Schwanz befand sich eine Laterne. Er ist Tröpfchen. Diese sollte alles Licht aus der Umgebung aussaugen und damit Barbossa helfen, dessen Schwachpunkt das Mondlicht war. Voll so schräg die Zunge. Oh Mann. So, Schätze. Na, das geht ja schnell. Oh, wieder hier. Und Port Royal haben wir wieder alles. Geil. Agraba gibt's recht viele. Hm. Puzzle-Modus. Puzzle-Motive. Herz. Ui, eins fehlt uns noch. Kann ich schon mal... Ja, könnte ich eigentlich... Es ist ja eigentlich recht offensichtlich, dass das hier hin muss. Das ist Goofys Fresse. Ich glaube, das kommt dorthin. Die sind ein bisschen auf den Kopf. So, da kommt hier so hin. Das ist hier sein Bein. Und das ist dann... warte mal, das war hier oben, ne? Ja, genau. Der Donald. Der Donalds Kopf. Und dann fehlt nur noch Goofy hier. Okay, Zwiespalt. Ui. Das sieht so aus, als würde das hierhin gehören und das hierhin. Das gehört wohl nach da. Oder? Gehört das hierhin? Gehört das hierhin? Weiß ich jetzt gar nicht. Verdammt. Hier ist Sora auf einmal ganz schön lange Arme bekommen. Warte mal. Moment mal. Ach so, gehört das oder was? Ah. Ah, jetzt ergibt es mehr Sinn. Okay, das sieht, ich weiß gar nicht, sieht das mehr nach da aus? Meinst du, das gehört so? Nein, werde ich ja später sehen. Ich glaube nicht, dass es so gehört, aber hey. Edge, das ist das, das ist das Cover des Spielanleitungsbuchs von Kingdom Hearts 2, soweit ich weiß. Ich glaube, es gehört hierhin. Und das ist Mickey Mouse. Stellen wir den mal dahin. Morgengrauen. Ach du heilige Scheiße! Ah, zum Glück geben sie uns Hinweise, dass die Ränder so die Seite sind. Oh, und du kannst es nicht drehen. Okay, also die kannst du nicht drehen, die Teile. Das ist schon mal etwas nett. Ach du heilige Scheiße, es gibt da richtig riesige Bilder. Agrabah hat wieder viele Puzzleteile zu bieten. Port Royal, ey, da haben wir sogar recht gut. Karten, na das geht ja auch schnell. Aufgaben, was haben wir denn hier so Neues? Die abwesende Silhouette untersuchen, ja natürlich. Zeitfahren versuchen, versuchen aber nicht gewinnen. Limit Moves, da haben wir mit Jack Sparrow die Schatzinsel. Leute, ey, das dauert immer so lange. Die Geschichte von Agrabah. Uns läuft Jago über den Weg, der ehemalige Lakai unseres damaligen Feindes Jafar. Er will ein neues Federkleid angelegt haben und wir nehmen ihn mit zum Palast, wo wir Aladdin zu treffen hoffen. Na dann. Und, ups. Und Port Royal Geschichte. Meine Kehle wird immer so trocken nach dem Tagebuch. Als wir in Port Royal ankommen, vernehmen wir Lärm vom Hafen her. Und dann angekommen treffen wir auf Carlo von Captain Barbossa, der eine Mannschaft verwunschener Piraten anführt. Sie sind auf der Suche nach einem Medaillon. Zu diesem Zweck laufen sie in die Stadt. Wir verfolgen sie und sehen mit an, wie sie die Tochter des Gouverneurs Elizabeth entführen. Zusammen mit einem jungen Mann namens Will jagen wir ihnen nach. Aber das Piratenschiff war bereits in See gestochen. Es gelingt uns, den Piraten Captain Jack Sparrow zu überzeugen.
überzeugen, uns an Bord des Marineschiffes Interceptor mitzunehmen und die Black Pearl, das Schiff von Barbossa, zu verfolgen. In der Zwischenzeit verrät Captain Barbossa seine Gefangenen Elizabeth das Geheimnis der Unsterblichkeit der Piraten. Ein Fluch lastet auf ihn und seiner Mannschaft, weil sie Aztekengold aus einer Truhe gestohlen haben. Um den Fluch von ihnen zu nehmen, müssen alle Medaillons wieder zurück in die Truhe gelegt und das Blut aller, die sie die berührt haben, zurückgezahlt werden. Wie sich herausstellt, ist die Black Pearl das Schiff von Captain Jacks Büro. Er hilft uns also, weil er sie wieder haben will. Sein Kompass weist uns den Weg und im Bilde erreichten wir die Isla de Muerta, die Insel der Toten, auf der die verwunschenen Medaillons ruhen. Während Captain Jack und Will sich aufmachen, Elizabeth zu retten, sollen wir die Interceptor bewachen, machen uns jedoch bald Sorgen, da die drei nicht zurückkommen. Ungefähr nach 2 Sekunden. In der Schatzgrotte Indes jubeln die Piraten, scheint die Erlösung doch zum Greifen nah. Alle Medaillons befinden sich wieder in ihrer Truhe und nur noch Elizabeths Blut muss zurückgezahlt werden. Allerdings hat das Beträufeln mit Elizabeths Blut keinerlei Wirkung, denn der Fluch ist noch aktiv. Will nutzt die Gunst der Stunde, denn die Piraten sind aufgebracht und abgelenkt und er flieht zusammen mit Elizabeth. Die Wahrheit kommt auf der Rückfahrt nach Port Royal ans Licht. Die Schlüsselfigur, um den Fluch aufzuheben, ist nicht Elizabeth, sondern Wills Vater. Der lebt jedoch nicht mehr und so ist es Wills Blut, das zurückgezahlt werden muss. Stiefelriemen Bill hieß er übrigens. Doch es kommt schlimmer, Barbossa. Stiefelriemen Bill ist ein Scheißname, ich weiß. Barbossa holt uns ein, entführt Will und bringt Pulverfässer auf das Deck der Interceptor an. Wir alle inklusive Captain Jack sitzen in der Falle, doch irgendwie überstehen wir dieses Drama dann doch und machen uns auf, Will zu retten. Irgendwie haben wir es geschafft mit Sparkle und Sunshine. Barbossa fällt durch Captain Jacks geniale List, der sich selbst des Fluchs bedient hat. Will und Elizabeth sind froh, dass sie sich wieder haben und Captain Jack hat seine Black Pearl wieder, mit der er sogleich in See sticht. Ende. Ja, ich weiß, das klang ziemlich nervig sicherlich, diese Session. Freunde in jeder Lebenslage. Sora, Donald und Goofy suchen mit Will und Captain Jack Sparrow nach den Piraten, die Elizabeth entführt haben. Fluch der Untoten, ein verwunschter Schatz, machte die Piraten zu wandelnden Skeletten im Mondlicht. Barbossas schmutziger Trick bringt Sora und seine Gefährten in eine echte Klemme. Um ein Haar. Und den Fluch aufheben. Jack nutzt den Fluch, um sich seiner Nemesis Barbossa zu entledigen. Oh Mann, ich hasse solche Sessions. Ihr glaube ich auch. Los, raus hier. Ich will Herzlose kloppen. Ich brauche das jetzt. Ah, Frust rauslassen. Was? Wir sind keine Herzlosen. Warum seid ihr so böse? Erinnert ihr euch, als Aladdin sich in Prinzessin Jasmin verliebt hat? Was war das für ein Abenteuer, Jafar daran zu hindern, den Palast zu übernehmen? Voll das Abenteuer. Wenn wir dieses Geröll passieren, sollten wir beim Palast ankommen. Wir folgen besser Jago, wenn wir uns nicht verlaufen wollen. Ja, aus irgendeinem Grund ist nämlich Akaba jetzt anders aufgebaut als in Teil 1. Finde ich ja witzig. Wir müssen zum Palast, na dann. In Teil 1 war Agaba nämlich nur eine gerade Straße, die direkt zum Palast führt. Hier ist es irgendwie so eine richtig high aufgebaute Stadt. Aber hey, ist ja auch irgendwie cool. Ist realistischer. Mithril! Und so können wir jetzt ungestört erstmal ein paar Schatzkisten öffnen. Und ein Puzzleteil einsammeln. Sehr schön. Yay! Finstersplitter. Jago, was willst du denn? Der Palast ist gleich da drüben, das riesige Gebäude mit der Kuppel. Irgendjemand muss da doch sein. Danke, dass ihr mich unter eure Fittiche nimmt. Ihr Fetten. Was, hey? Ja, ich wollte gerade schon sagen. Zwiespalt. Was los, Sora? Aber ich mag's so sehr. Nein, pfui. Mm. Oh, noch eine. Oh Mann, ich muss unbedingt den Sportsfreund noch trainieren. Aber kann ich ja nicht. Es ist ja maximal gerade. Ich brauche eine weitere Form. Alle meine Formen sind momentan auf Max-Level. Wie erniedrigend. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, dass ich die... Oh Mann, schon wieder. Dass ich die Offscreen levele, die Form. Aber ist eh relativ stumpf, wenn ich die levele. Also ihr würdet nicht viel verpassen. Mithril Tropfen. Hallo, lululu. Das ist noch ein Puzzleteil mitten im Bazar. Ey, ich nehme das Puzzleteil für 3,50 bitte. Und euren ganzen Bazar gleich. Ey, ich will den kaputt machen. Gehst du kaputt? Geht er nicht kaputt? Ich will das Puzzleteil. Kann ich das erst kaputt machen, wenn ihr wieder herzlos erscheint oder was? Wie scheiße. Achso, nee, mit Magie geht sofort. Na dann. Edge. Warum eigentlich Edge? Was wollen die uns damit sagen? Edgy Badge? Nein, ich weiß, dass Edge Ecke, Kante heißt. Ich glaube, so hieß das. Aber, ja, keine Ahnung, was die von mir wollen. Kann ich hier lang? Wir müssen zum Palast. Ey, mock mich nicht an. Ich sehe schon den Palast. Ja, ich gehe ja schon hin. Ekta Goofy, ey. Und jetzt hier lang? Ja, Mann, hier lang. Aladdin, was geht?
Jasmin! Sora, Donald, Goofy! Eure Majestät! Ich hatte nie Gelegenheit, mich für damals zu bedanken. Ihr habt Aladdin geholfen, Jafar zu besiegen und Agrabah zu retten. War doch nichts Besonderes. Aber wie es aussieht, führen die Herzlosen wieder Böses im Schilde. Können wir euch irgendwie helfen? Wir kommen schon klar, hoffe ich. Und du hast ja noch Aladdin. Er ist in letzter Zeit so komisch. Was? Sieht das an den Herzlosen? Weiß ich nicht. Meistens ist er so fröhlich wie immer. Aber manchmal, da wirkt er so traurig. Er verlässt den Palast oft und geht alleine irgendwo hin. Ich habe ihn darauf angesprochen, aber er sagt, es sei nichts. Heute ist er wieder fort. Was ist, wenn er diesmal nicht zurückkommt? Hey, vielleicht hat er ja heimlich eine Freundin. Alles klar, ich werde rausfinden, wer sie ist. Jago! Schnell, Sora, schnapp ihn dir! Und ich warne die Wachen und alle Palastbewohner. Warte doch, Jago ist nicht... Na, bravo. Warum sagst du auch sowas? Hey, vielleicht sollten wir mal mit Aladdin reden. Er muss doch irgendwo in der Stadt sein, oder? Gute Idee. Ich frag mich, was er so getrieben hat. Bleib stehen, du Dieb! Hallo, Sora! Stehen bleiben! Hast du dieses Fellknäuel nicht im Griff? Dann leg ihn an die Leine. Hey, es tut mir leid. Du solltest dich was schämen, Abu. Vergibst du uns? Abu? Hey Leute, tut mir leid wegen vorhin. Ich hatte es echt eilig. Was ist passiert? Ihr kennt ja Abu. Er konnte nicht die Griffe von dieser Lampe lassen. Das Affentheater nützt dir jetzt auch nichts. Immer dieser Abu. Was ich mich aber frage, warum läuft Aladdin eigentlich immer noch in diesen Lumpen rum, obwohl er jetzt im Palast wohnt? Ich meine, Image und so? Naja, egal. Also eigentlich machst du gar keinen so traurigen Eindruck auf mich. Wer sagt denn, dass ich das wäre? Prinzessin Jasmin. Sie macht sich Sorgen, weil du immer in der Stadt bist. Oh nein, weil er in der Stadt ist. Wie schlimm. Hast du eine neue Freundin? So ein Unsinn. Aber ich schätze, man kann Jasmin nichts vormachen, was? Wisst ihr, Ginny und der Teppich haben sich aufgemacht, die Welt zu sehen. Das ist es, was Ginny schon immer wollte. Also gönne ich ihm natürlich diese Reise, aber... Du vermisst ihn. Mann, es muss ganz schön fad sein, so ganz ohne Ginny. Naja, es gibt hier auch nur Sand und Dreck und Staub. Und ob. Deshalb komme ich immer hierher, diese Energie, die Menschen, diese Fürze. Hier ist immer irgendwas los. Wie Sora da so steht, so... Oh, scheiße, Mann. Ich glaube, ich muss kacken. Sora steht da wirklich so, als ob er gerade das Gespräch sich so anhört und dabei denkt so, oh Mann, beeil dich, ich muss echt gerade einen ab sein. Und er hält sich schon so den Arsch zu. Sorry, Mann, dieses Gesicht von Sora gerade so. Ich so, oh Mann, ja, beeil dich, ich muss kacken. Ich meine, seht doch selbst. Ich habe euch immerhin heute hier getroffen, oder etwa nicht? Die Stadt ist eben voller Überraschung. Oh Mann, Sora. Oh Mann, Sora, hast du dir gerade eingekackt? Jago? Ach ja, er möchte sich für all die Wirbel den Wirbel entschuldigen, den er verursacht hat. Ach, möchte er das? Ich glaube, er bereut es wirklich, was er getan hat. Die Lampe! Was ist damit? Das war die Lampe! Ach komm, es gibt doch Millionen solcher Lampen.
Hey, ich war in dem Ding monatelang eingesperrt. Ich irre mich ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das wollte Abu die ganze Zeit sagen. Aber er kann leider nicht reden. Dann gehen wir besser zurück und sprechen mit dem Trödler. Klar, wir sind dabei. Na geil. Aladdin ist jetzt in der Grubbe. Wie er lässt sich sowieso. Oh ja. Yeah. Ich habe eine Prinzessin als Freundin und sehe trotzdem aus wie ein Penner. Ich bin Aladdin. Das ist sein neuer Titelsong. Abilities, was kann der so? Er kann den Schlitzerstaccato. Stoppt die Bewegung des Ziels mit einer schnellen Folge von Attacken. Den Schnellsprung. Springt auf den Gegner, um Kugeln aufzusammeln. Er springt auf den Gegner. Der Orient Express mit dem Kommando Limit können Aladdin und Sora ihre gemeinsame Attacke Wirbelwind auslösen. Kugelboost, Itemboost, MP-Hast, erhöht die Geschwindigkeit bei Baba um 25%. Dickschädel, Autolimit, Autowechsel, ersetzt automatisch K.O. gegangene Gefährten. Und das war's auch schon. Na, wenn du das sagst. Ja, aber ich würde mal sagen, der Part ist schon wieder zu Ende. Wir haben echt wieder nicht viel erlebt. Aber im nächsten Part, verspreche ich euch, wird's actionreicher, weil wir jetzt alles schriftlich hinter uns haben. Dann kann ich im nächsten Part gleich mal Phantasia einsetzen und den Orient Express bzw. Komet und Wirbelwind. Mal gucken, was da so rauskommt. Und ich würde mal sagen, im nächsten Part dann wirklich versprochen etwas mehr Action, meine lieben Freunde. Bis dahin. Tschüsselchen.